Hallo, hallo Welt, da sind wir wieder hier in unserem Vault 123 und wie man sieht, wir haben die nächste Bewertungsstufe erreicht. Ja, eine Moral von 82% haben wir, eine Note von B- nur noch. Ja, okay, aber wir haben dafür eine Vault-Take Lunchbox bekommen. Die nehmen wir auch gerne an. Und dann schauen wir doch mal, es müsste so einiges passiert sein. Lass einen Bewohner das Ödland 6 Stunden lang erkunden. Dieses Ziel haben wir abgeschlossen. 200 Kronkorken bekommen wir dafür. Und es sind einige Leute hier wieder aufgestiegen. Und sogar maximal, wie man sieht. Ahaha, ich wollte schon sagen, wo ist denn unser Casino? Jawohl, hier unten sind auch einige Leute aufgestiegen. Noch nicht maximal, aber immerhin, ein Ghoul-Angriff findet statt. Ja, in der Zeit können wir aber weiter hier die Leute abklicken. Umso schneller steigen sie dann zur nächsten Stufe auf. Ich glaube, hier oben die Leute werden mal wieder ganz gut klar mit den Ghoulen. Und da kippen sie schon um. Sehr schön. Na, will jemand ein Stimpack noch? Nein, sie haben es auch so hinbekommen. Aber das ist ganz gut, wenn jetzt schon ein Angriff stattgefunden hat. Dann bleiben wir verschont in der nächsten Zeit. Ja, und natürlich gucken wir auch nach unten und nach draußen, was unsere Leute da so Schönes mitgebracht haben. Also nach unten hier erstmal in der Akademie, im Casino waren wir gerade. Und dann hier noch im Fitness Center. Genau, eine Waffe wurde auch hergestellt. 2 von 3 haben wir jetzt. Und das sollte so weitergehen. Also, wir sollten noch eine 4. Waffe bauen. Aber erstmal lassen wir die Leute rein. Es kann ja immer sein, dass die Leute, also sie werden auf jeden Fall Schrott dabei haben. Und es kann auch sein, dass sie vielleicht noch das ein oder andere Rezept gefunden haben. Melissa White ist auf jeden Fall maximal ausgestattet mit, im Kraftcenter, mit Stärke. Sie ist super stark jetzt und darf demnach dann rein hier in das Kraftwerk. Und hier hinten haben wir noch, sie bewegt sich sehr schnell, Laura Murray. Laura Murray hat auch sehr viel Kraft jetzt. Und auch sie darf in ein Kraftwerk. Aber in welches? Hier ist noch ein Platz für sie frei gewesen. Ja, dann wollen wir doch mal sehen, was die Leute so gesammelt haben. Hier unsere Catherine J. LNS hat sehr viele Rezepte gesammelt. Ja, deswegen wollen wir sie auch gerne reinlassen. Sie hat sehr viele Waffen und Schrott gesammelt. Wow. Sie ist schon auf Stufe 50, wie man sieht, und bringt uns sogar 5565, Entschuldigung, Kronkorken mit. Sie darf rein. Und Keith Campbell, auch er hat ein Rezept gefunden. Nicht ganz so viele Sachen, nicht ganz so viele Kronkorken, nur 1140. Aber auch ihn lassen wir rein. Und die Letzten, die draußen sind, da gucken wir mal durch, ob jemand gestorben ist oder zurückgerufen werden muss. Ja, Kelly Bush Scott sollte sofort zurückgerufen werden, da sie nur noch 0 Stimpacks hat. Haha, sie hat viele Sachen gefunden, ist aber noch nicht ganz so hoch aufgelevelt. Hier, wie man sieht, 37, Stufe 37. Kronkorken haben wir 3925 und wir rufen sie zurück. Das trifft sich ganz gut, denn Samantha Wilson ist die nächste Kandidatin hier in der Liste und sie hat noch 11 Stimpacks, erst 4393 Stimpacks gesammelt, aber dafür sehr viel Schrott. Sie hat ja auch die Katze dabei. Sie darf also erst noch draußen bleiben. Samantha Wilson auf Stufe 50, wenn ich mich nicht irre. Brandon Scott ist auch auf Stufe 50 jetzt, hat 3961 Kronkorken gesammelt. Er hat noch 3 Stimpacks, das heißt, auch ihn werden wir jetzt zurückrufen. 21 Stunden und 40 Minuten ist er im Ödland und zurück braucht er 10 Stunden und 50 Minuten. Zurück mit ihm. Und Anne Owens. Anne Owens hat keine Stimpacks mehr, das heißt, auch sie werden wir jetzt zurückrufen nach 15 Stunden und 27 Minuten. Sie hat 988 Kronkorken gesammelt und einiges auch an Schrott und Kleidung. Rückruf. Wer ist der nächste Kandidat? Peter Hardy S. hat es nicht überlebt, er ist gestorben. Er hat 2852 Kronkorken gesammelt, seine Wiederbelebung kostet 1000 Kronkorken. Er hat eine Menge Schrott gesammelt und er ist gestorben.
Oh mein Gott, was hat er gefunden? Identifiziert einen abstoßenden Zentauren. Der Zentaur kommt näher und ist bereit zum Angriff. Der Zentaur ist so gefährlich, wie er hässlich ist. Ich laufe lieber weg. 7 Schaden erlitten, 0 Erfahrungspunkte erhalten, aber daran dann gestorben. Wahrscheinlich ist er gestolpert und hat sich das Ohr gebrochen. Wir beleben ihn wieder für 1000 Kronkorken, natürlich, und rufen ihn sofort zurück. Nein, nein, er braucht nicht mehr den bissigen Hund, der eine Leiche frisst, zu... Oh, doch, er wird verfolgt von dem bissigen Hund, der eine Leiche frisst. Egal, er wird es schaffen. Ja, er läuft weg und schafft er's. Ha, 7 Schaden hat er nochmal erlitten, aber er hat 164 Schaden, Erfahrungspunkte auch erhalten. Ist auf Stufe 46 schon, das ist doch ganz nett. Harold Mason ist gestorben, nachdem er 818 Kronkorken gesammelt hat. Einiges an Schrott und... Also an dieser Stelle würde ich sagen, er kostet mehr, die Wiederbelebung kostet mehr als ihn... Als er eingesammelt hat, da könnte man fast sagen, entfernen. Nein, wir lieben all unsere Bewohner und beleben sie wieder. Nach 13 Stunden und 25 Minuten hat er den Tod durch einen Feuerameisenkrieger gefunden. Der Feuerameisenkrieger kommt näher und ist bereit zum Angriff. Ich konnte den Feuerameisenkrieger gerade eben noch töten. Ein Schaden erlitten, 915 Erfahrungspunkte erhalten. Bewohner ist jedoch im Ödland gestorben. Nein, im Ödland gestorben. So, wir rufen ihn auch zurück auf Stufe 32. Er hat auf jeden Fall fleißig gelevelt. Und nach 12 Stunden und 54 Minuten ist auch Adam Mitchell von uns gegangen. Er hat einen Meyerlurk-Jäger bemerkt. Der Meyerlurk-Jäger kommt näher und ist bereit zum Angriff. Der Meyerlurk-Jäger war zu schnell für mich. Ich musste einfach weglaufen. 6 Schaden erlitten, 0 Erfahrungspunkte erhalten. Bewohner ist im Ödland gestorben. Ja, 1291 Kronkorken hat er gesammelt, ein Rezept hat er dabei und schön Schrott. Er hat auf jeden Fall eine Schaufel gefunden für 653 Kronkorken. Rufen wir ihn zu, beleben wir ihn erst wieder und rufen ihn anschließend zurück. Joseph Murray, ja warum, die sind ja alle tot. Ja, wir haben ihnen auch nur 5 Stimpacks mitgegeben, den Leuten, den meisten. Und auch er hat einiges an Schrott gesammelt. 933 Kronkorken und Wiederbelebung kostet 722 Kronkorken. Nach 10 Stunden und 49 Minuten mit seinen 5 Stimpacks ist er gestorben. Und zwar hat er entdeckt einen psychotischen streunenden Ghoul. Oh oh, dieser streunende wilde Ghoul schlürft auf mich zu. Der streunende wilde Ghoul verfiel in totaler Raserei. Ich musste weglaufen. 6 Schaden erlitten. 116 Erfahrungspunkte erhalten. Bewohner ist im Ödland gestorben. Wir rufen ihn zurück. Schnell zurück mit dir. Moment, einmal noch zurück. Wie lange braucht er? 5 Stunden und 24 Minuten. Craig West! Craig West hat... Das letzte, was er beobachtet hat in seinem Leben, war eine Riesensoldatenameise. Für die Riesensoldatenameise bin ich eine Bedrohung. Sie greift an! Die Riesensoldatenameise hat mich verletzt, ich blute und verschwinde. 4 Schaden erlitten, 65 Erfahrungspunkte erhalten, Bewohner ist im Ödland gestorben. 893 Kronkorken hat er gesammelt hier auf Stufe 21 und 655 Kronkorken kostet es, ihn wiederzubeleben. Gesammelt hat er, wie schon gesagt, ein wenig, also er darf auch zurück. Noch jemand ist gestorben, und zwar Lawrence Walker auf Stufe 20. Identifiziert einen Feuerameisenkrieger. Der Feuerameisenkrieger kommt näher und ist bereit zum Angriff. Der Feuerameisenkrieger hat mich verbrannt. Ich muss weg und mich erholen. 5 Schaden erlitten, 0 Erfahrungspunkte erhalten. Bewohner ist im Hütland gestorben. Ja, wir haben auf jeden Fall einen Globus durch ihn erhalten. Noch nicht. Wir beleben ihn wieder. 675 Kronkorken gesammelt hat er. Und für 623 Kronkorken beleben wir ihn wieder. Wieder 9 Stunden und 34 Minuten ist er da. Und in 4 Stunden und 47 Minuten ist er hier. Ja, die anderen sind zum Müll rausbringen schon angekommen, unsere Teams. Und auch die Druckmaschinen wollen sie anhalten. Das machen wir auf jeden Fall. Jetzt schauen wir aber erstmal, was unsere Bewohner so Schönes an Rezepten gefunden haben. Eine Soldatenuniform, hatten wir die nicht schon? Stärke 2, Endurance, also Ausdauer 2, Luck, also Glück 1.
Oh, sehr schön, ein Rezept für einen gehärteten Flammenwerfer. Schaden richtet der Flammenwerfer an von 15 bis 18. Ja, und den sammeln wir. Ha, das ist interessant. Das hatten wir noch nicht. Einen verbesserten Institutspullover. Intelligenz 1, 3, 3. Intelligenz und Agility, Beweglichkeit 2. Dann haben wir ein rostiges Gleisgewehrrezept gefunden. Das heißt, einer unserer Bewohner vielmehr. Es richtet einen Schaden von 14 an. Das sammeln wir natürlich auch. Gehärtetes Repetiergewehr. Naja, auf das Rezept hätten wir gut und gerne verzichten können. F4 bis 7 Schaden richtet es an. Nun, wir sammeln es trotzdem. Das Lagerhaus. Entschuldigung, das Lagerhaus wird angegriffen von Maulwurfsratten. Nun gut, Maulwurfsratten stellen in der Regel nicht das größte Problem dar, nicht so groß wie zum Beispiel Red Skorpione oder Todeskrallen. Dennoch sind sie da und sie haben auch eine Daseinsberechtigung wohl. Warum auch nicht? Maulwurfsratten eben. Okay, wir haben auf jeden Fall Plätze frei bekommen. Naja, die Maulwurfsratten sind hier unten. Bis da jemand ist, sind sie schon wieder verschwunden. Und wir können ja jetzt mal beobachten, ob sie es schaffen, hier diese freien Etagen zu überwinden und dann hier oben irgendwo auftauchen. Halten wir mal ein Auge drauf, gucken aber gleichzeitig mal, wie es um unsere Räume... Ach so, können wir gar nicht. Ja, doch, können wir. Wie es darum steht und wir haben hier voll... Der Raum ist voll. Und dieser Raum hier, der ist voll. Und die Muckibude, das Kraftcenter jetzt, das hat zwei Plätze frei bekommen. Und auch hier oben haben wir keinen Platz frei. Doch im Casino war doch etwas frei, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die Maulwurfsratten scheinen es nicht zu schaffen, diese freie Etage zu überwinden hier. Also können sie sich ruhig unten in den Lagerräumen austoben ein wenig. Soll uns nicht stören. Nein, im Casino ist kein Platz frei geworden. Und auch in der Akademie ist nichts frei. Schön wäre es, wenn die Maulwurfsratten jetzt mal verschwinden würden, so langsam. Ja, das stellt natürlich jetzt die Frage aus der Community auf, warum wir damals mal vor endlos langer Zeit die Lagerräume immer besetzt hatten. Warum da Leute in den Lagerräumen waren. Eben aus diesem Grund zum Beispiel. Nein, wir wussten es nicht besser. Ganz ehrlich gesagt, ich wusste es nicht besser. Wir haben nur gesehen, dass unser Pip hier viel Endurance mitgebracht hat damals. Er ist ja der, genau, Bush Johnson. Er ist ja der Sohn von Ashley Bush, Carrie Bush. Ich glaube von Ashley Bush und Bruce Johnson, der Sohn. Und er hatte dann auf jeden Fall Endurance, will heißen Ausdauer. Und er war überall immer unglücklich in den anderen Räumen. Wurde er nie glücklich, deswegen haben wir ihn ins Lager gesteckt. Da war er glücklich. Und ja, das waren so die Anfänge. Letztendlich, ja, die Maulwurfsratten haben es nicht geschafft, hier hochzukommen, meine ich. Letztendlich ist es so, dass... Na, wie ist es denn jetzt? Also es ist so, dass die Lagerräume wahrscheinlich keine Bewohner brauchen, die dort sich aufhalten. Obwohl, hier ist auch jemand. Catherine J.L.N.S. Sie kann auch gleich wieder raus. Ja, warum eigentlich nicht? Sie könnte aber auch etwas trainieren. Egal, wir schicken sie nach draußen. Schwuppdiwupp. Und sie bekommt auf Stufe 50, ja, da bekommt sie 15 Stimpacks mit. Da kann sie etwas länger draußen bleiben. Sie hat Glück vor allem, na gut. Und erkunden. Ja, ich bleib noch den Endsatz, den Schluss des Satzes bleibe ich noch schuldig. Also, wir haben... Es macht schon Sinn, wenn man genug Bewohner hat, finde ich, alle Räume zu besetzen, auch die Lagerräume. Denn wenn angegriffen wird, wenn ein Feuer ausbricht, dann können sie etwas dagegen tun. Wenn sie da sind. Aber gut, man kann natürlich auch Leute von oben dann runterschicken, wenn da unten irgendwas los sein sollte. Also es muss nicht unbedingt so sein. Flasche und Corki werden wir in der nächsten Folge
begrüßen. Ich darf mich an dieser Stelle bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.